Was geht ab, Manus, die Fighter Hose hier? Und die Halloween-Campaign ist nun online auf der globalen Version als auch auf der japanischen. Wir werden uns heute alle Informationen und Details auf der globalen Version ansehen. Dementsprechend seid ihr auf jeden Fall gedeckt und wisst hoffentlich danach, was ihr zu tun habt. Mit hinzu kommt natürlich unser Boy Evo Vegeta, aber auch die LF Freezer Campaign wurde angekündigt und ein bisschen mehr, deswegen würde ich sagen, gucken wir mal genau rein. Auf der japanischen Version ist es mehr oder weniger gleich von dem, was neu hinzukam, nämlich das neueste Event von den Ghost Gotenks, sage ich mal, von Gotenks und Ghost, aber das werden wir uns gleich ansehen. Und zudem ist da noch auf der japanischen Version ein LR Banner online mit LR Goku. Und LR Goku ist jetzt quasi zum allerersten Mal featured in einem Banner und dies wiederum heißt, Freunde, das war auch mit Mighty Master Fall und so weiter sofort mit Majin Vegeta. Früher oder später werden alle LR-Charaktere irgendwann in einem Banner featured sein, in ihrem eigenen Banner. Heißt, wenn sie am Anfang nicht featured rauskommen, dann müsst ihr nicht allzu ham gehen, sage ich mal. Damit ihr da Bescheid wisst. Oder natürlich in den Typen-Banner könnt ihr es versuchen, aber wie gesagt, sie kommen früher oder später immer mal featured. Deswegen, damit ihr da auf jeden Fall Bescheid wisst. Und vor allem auf JP würde ich vielen raten, die Stone zu sparen und da nicht zu summonen, weil das ist quasi nur ein Banner oder eine Periode in JP gerade, wo man Stones abziehen will, weil ich mir sicher bin, dass danach irgendwas Gutes ins Spiel kommt, weil wir uns ja natürlich auch auf den Broly-Film bewegen und auf das 4-jährige Jubiläum, eher auf der japanischen Version. Das 4-jährige Jubiläum ist zwar jedoch erst im Februar, aber wir bewegen uns ja langsam auf den Broly-Film und da kann ich mir echt vorstellen, dass eben nach dieser Periode was Gutes rauskommt, damit ihr da Bescheid wisst, aber jetzt mal allen unser Hauptaugenmerk hier auf die globale Version. Wir haben die Halloween-Kampagne, wie gesagt, sie ist nun online. 20 Events sind hier online. Jiren und Evo Vegeta werden online kommen, sowohl aber auch als auch die LF Freezer-Kampagne. Und zwar geht die Celebration bis zum Beginn ab heute, bis zum 12. November, 1.59 Uhr nachts unserer Zeit. Login-Boni gucken wir uns gleich an. Special Mission ebenso, was ihr da auf jeden Fall daily machen müsst oder an sich in der ganzen Periode. Wir haben ein neues Special-Event. Ghostly Prank von unserem Boy Gotenks, das werden wir uns gleich detailreich ansehen, ist auch bis zum 12. online. Und das Candy Vegito Event ist ebenso online, das ist dieses Event hier, da könnt ihr Candy Vegito droppen, da habe ich sicher auch ein Video dazu, heißt, wenn ihr euch genau ansehen wollt, was ihr da beachten müsst, dann schaut es euch an, aber um es einfach zu sagen, das ist nur eine Stage und da droppt Candy Vegito, erfarmt ihr euch auf SC10, 100% muss man ihn nicht unbedingt bringen, aber SC10 würde ich das machen für einen Free-to-Play Charakter. LR Freezer Campaign. Die LR Freezer Campaign kommt online für die globale Version am 26. also am Freitag um 2 Uhr nachts unserer Zeit. Wenn ihr euch vorab schon mal da informieren wollt, ich habe dazu damals auf JP ein Video gemacht. Ab Minute 7 gehe ich drauf ein. Es sollte genauso gleich sein, wie es auf der japanischen Version war. Heißt, im Endeffekt müsst ihr euren Freezer von 0 auf 100% bringen. SC20 Max Level und so fort. Wenn ihr das macht, bekommt ihr gewisse Preise. Ich glaube, 30 Stones waren das. Die ganzen Orbs, Strength Orbs bekommt ihr zurück. Ihr bekommt 10 Elder Kaiwans, schätze ich. Und dann bekommt ihr noch einen Dupe für Ginyu Force. Und auf der globalen Version ist das der letzte Dupe. Und das Angenehme bei der Freezer-Kampagne ist, dass die Ginyu Force-Charaktere eine erhöhte Drop-Rate haben für das Event. Aber wie gesagt, die ganzen Informationen vorab bekommt ihr aus dem Video. Aber natürlich werde ich das Ganze auch, wenn es online kommt, bearbeiten, sage ich mal. Alright, ein Drankzone Sale gibt es auch. Wird ab Freitag 8.30 Uhr online kommen. Warum? Weil da das Banner von Evolution Vegeta und Jiren online kommen werden, am Freitag um 8.30 Uhr, sowohl als auch die beiden Dokken-Events. Banner-Preview wird heute noch folgen, heißt, wenn ihr euch fragt, sollte man das Summon, beziehungsweise was sollte man achten in dem Summon, was gibt es zu wissen, was gibt es von den Charakteren zu wissen, was haben sie nach ihren Dokken-Awaken braucht, wie sind sie drauf, etc. Heute noch im Banner-Preview wird das Video auf euch zukommen. Aber zu den Dokken-Events habe ich auch bereits ein Video, das könnt ihr euch auch vorab gerne mal abchecken. Und zwar machen wir da die Dokken-Events, damals war es auf der japanischen Version, von Evolution Vegeta zum einen und dann auch vom Jiren. Um es kurz zu sagen, bei Evolution Vegeta kann man eigentlich schaffen, das Event. Der Link-Skill, der hier quasi effektiv gegen Evo Vegeta ist, ist Connoisseur, wenn mich alles täuscht. Da müsst ihr die Charaktere mit dem Connoisseur-Link-Skill linken. Und von Jiren habe ich damals in einem Video gesagt, dass er keine Schwäche hat, aber das war nicht ganz richtig, das habe ich korrigiert. Da nämlich der Ultra Instinct Goku macht sehr effektiven Schaden gegen Jiren im Jiren's Dokken Event. Das Event von Jiren ist schwer, also wird es sich vielleicht mal lohnen, da reinzugucken. Und es ist wirklich nur Ultra Instinct Goku, heißt der transformiert ja und nicht Ultra Instinct Saiyan mit dem schwarzen Arm, sondern Ultra Instinct Goku. Der macht viel mehr Schaden gegen Jiren in seinem Event. Story Event kommt wieder online zu dem Tournament of Power, das liegt daran, dass die zwei Charaktere online kommen. Und dann kommt noch Super Battle Road, wird jeden Tag daily online sein, ab dem 26. um 8.30 Uhr, also auch Freitag, bis zum 21. November hier. Ab dem 29. Oktober 8.30 Uhr kommt das Extreme Z-Dokkan Festival von Super Saiyan 3 Goku. Und sein Extreme Z-Battle kommt ebenso online und kennen wir Extreme Challenge Pack mit den Tickets vom Pilaf Trove. Warum kommt das online? Ich fand das ein bisschen random, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. Vielleicht kommt es einfach nur so online, aber vielleicht
wird auch das Awaken vom Strength Super Saiyan 3 Goku vorgezogen, denn neulich hat er ja auf JP auch sein Awaken bekommen mit den Medaillen aus Super Saiyan 3 Gokus Event. Bulmas Stage kommt online am 5.11.38, ist die Vorbereitung für das World Tournament. Wir werden uns gleich ansehen. Und auch ein bisschen random, das habe ich auch, das war ein bisschen komisch, dass auf einmal ein Double Raid Banner online kommt. Das kommt am 8.11. online, sowohl als auch das Story Event von Rage Vegeta, auch 8.11. und Bardock Story Event ebenso 8.11.38. Aber das wird erneuert, die Stage wird erneut, das kam letztens auch auf JP. Und dann werden wir in der Lage sein, die Great Apes, die restlichen ein Awakening zu geben. Toda, Shugesh und so weiter. Und Borgoss hieß der letzte, glaube ich. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, das und Double Raid Banner, dachte ich mir halt, tun die Bardock nicht featured in dieses Banner rein? Ich denke nicht. Ich habe mir dann nochmal ein bisschen reingeguckt, was in JP denn ablief. Nun, dieses Banner kam online ohne einen neuen LR damals auf JP. Da war dann Rage Vegeta featured mit, wie ist der andere, Lord Shugesh. Ähnlich. Nicht Lord Shugesh, Lord Slug, aber Lord Slug haben wir noch nicht, deswegen ist da Tapion mit ihm dabei. Warum kamen die aber damals in JP online? Weil dieses Event wieder online kam, damit man quasi Rage, die Chance hat, Rage Vegeta zu ziehen. Und auch, weil die restlichen Team Bardock Charaktere ein Awakening bekommen haben und da man auch die Chance hat, sie zu ziehen, um sie dann zu awaken quasi. Also gehe ich stark davon aus, dass das ohne einen neuen LR kommen wird. Und alle anderen LR nicht featured werden natürlich drin sein, außer ganz gerade die Dokkan Extreme LR, Vegeta und Gogeta. Alright, World Tournament 23 geht online am 9.11. um 8.30 Uhr, geht bis zum 12. Aber da bekommen die zwei Charaktere in Awaken, wie ihr es hier seht. Zum Preis selbst wissen wir noch nicht was. Und dann haben wir noch hier im Training, Success Rates im Training sind verdoppelt. Außerhalb davon gucken wir uns das Ganze mal ganz kurz an, wegen den neuesten Events. Wie gesagt, das neue Event von Gotenks und Ghost heißen sie. Ist der Free-to-Play-Gotenks, den wir uns angesehen haben letztens, beziehungsweise gestern im Video. Könnt ihr euch gerne erfahren, ist ein Free-to-Play-Charakter. Ich würde euch empfehlen, bringt ihn auf SA10, aber auf 100% muss er nicht unbedingt sein. Was gibt es zur Map zu sagen? Und zwar sieht die Map folgendermaßen aus. Wenn ihr da drauf kommt auf die Map, dann könnt ihr zwischen drei Jindujun-Wolken wählen. Aber diese Wolken bringen euch zufällig irgendwo hin auf eine andere Route, sage ich mal. Und auf der Route könnt ihr entweder auf Training-Items treffen, auf Awakening-Medals oder auf gar nichts. Und dann geht ihr hoch zum Gegner, bekämpft den und bekommt dann, habt ihr auch die Chance, dass dort von dem Gegner dann quasi ein Gotenks, also Gotenks und Ghost droppt quasi die Karte, aber man bekommt ihn auch aus den Special Missionen, die wir uns gleich ansehen. Ist nur eine Stage, ihr bekommt einen Stone, aber aus den Special Missionen bekommen wir gleich mehr. Selbes Prinzip mehr oder weniger mit keine Video, wie gesagt, eine Stage geht rein, erfarmt ihn euch auf jeden Fall. Login Boni können wir uns gerne mal ansehen, da bekommen wir eigentlich fast jeden Tag einen Stone, außer am 31. zu Halloween bekommen wir dann quasi, wo war das mit Halloween hier? Ich schätze, drei Stones, Elder Kai und die Candy Training Items und da Buddha Cake kann man auf jeden Fall mitnehmen, so ist nicht. Ah, okay, ab Halloween bekommt man dann für ein, zwei Tage die Candy Medaillen, nicht Medaillen, die Candy Training Items, sage ich mal. Die geben echt viel Experience, also die könnt ihr echt gut nutzen. Und genau, außerhalb davon aber ist ein Stone, bis zum 12.11. ist das Ganze online, wie gesagt. Ja, sage ich mal so, die Standard Celebration Login. Aber jetzt wird es wichtig, noch zum Ende, Special Missionen, was gibt es hier zu beachten? Und zwar haben wir folgende Special Missionen, wir haben, wie immer, Daily Missionen und aber auch permanente Missionen während der ganzen Kampagne. Gucken wir uns erstmal mal die permanente Mission an. Und zwar, wenn ihr das Event von Gotenks, von dem neuen Free-to-Play Gotenks und Ghost, das Event heißt Ghost the Prank, bis zu 20 Mal schafft, bekommt ihr folgende Sachen. Darunter sind auch zwei Kopien von dem neuen Gotenks, zwei Dragonstones. Wenn ihr bis zu 1031 Stamina verbraucht, falls ihr euch fragt, warum die 31, werdet ihr gleich merken, wegen Halloween. Dann bekommt ihr eine Goldstatue, zweimal Sleeping Kai, drei Stones. Wenn ihr einen speziellen Charakter, also Recruit the Specified Character, das ist in dem Fall Gotenks, also Gotenks und Ghost, wenn ihr ihn quasi aus der Stage droppt, dann bekommt ihr aus der Mission noch einen direkt hier an der Stelle. Wenn ihr diesen Charakter Sea Awake, also Gotenks und Ghost Sea Awake, bekommt ihr die Awakening Medals dazu, die hier gelistet sind. Wenn ihr Gotenks und Ghost, den Free-to-Play Charakter, bis Level 10 bekommt, SA10 bringt, bekommt ihr auch hier zwei Sleeping Kai, zwei Stones. Und wenn ihr einen Charakter Dokken awakt, egal welchen, also der Gotenks hat ja keinen Dokken awaken, sondern egal welchen, dann bekommt ihr hier Shin und Elder Kai Medaillen. Und wenn ihr dann alles Special Mission von Halloween macht, bekommt ihr drei Dragon Stones. Daily Mission hier an der Stelle, jeden Tag ab heute, Freunde, macht ihr folgendes: Verbraucht bis zu 31 Stamina, macht irgendwelche drei Stages, macht aber darunter auf jeden Fall Turtle School Training müsst ihr einmalig schaffen, daily. Und Hercules World Tournament Stage müsst ihr auch einmalig schaffen. Dann bekommt ihr die Preise, die hier gelistet sind. Daily bekommt ihr Ghost Usher, kann man auf jeden Fall mitnehmen. Und vor allem Android 8 und
Oranai Baba, das sind zwei Stück jeweils, zwei Kopien Daily, kann man auf jeden Fall mitnehmen, würde ich euch empfehlen, die Daily Mission auf jeden Fall zu machen. Und wenn ihr das Ganze gemacht habt, die ganze Daily Mission, bekommt ihr einen Stone täglich. Genau, Freunde, wie gesagt, so viel dazu. Unser Boy Evo Vegeta kommt am Freitag 8.30 Uhr. Ich hoffe, dementsprechend wisst ihr nun, was es in dieser kleinen Celebration, sag ich mal, zu wissen gibt. Aber wie gesagt, wenn Evo Vegeta morgen droppt, haben wir auf jeden Fall ein bisschen mehr zu tun. Ich wünsche auf jeden Fall jetzt schon mal sehr viel Glück für diejenigen, die das haben werden. Heute im Banner Preview gehen wir dann nochmal ganz genau auf seinen Banner ein. Wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, Freunde. Und falls ihr neu seid, drückt auf den Abo-Button, damit ihr in Zukunft nichts verpasst. Vielen lieben Dank für die ganze Unterstützung, fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be.